Herzlich willkommen bei mir auf meinem Kanal. So, das Fenster spiegelt natürlich ein klein wenig bis ungünstig, aber was bleibt mir anderes übrig? Ich möchte heute meine Sky Q IPTV Box einrichten. Das möchte ich euch auch gleich noch zeigen. Hier in diesem kleinen Päckchen, was heute ankam, ist auf jeden Fall erst einmal die IQ Box mit dabei, die Sky IPTV Box. Dann hätten wir hier natürlich noch die Fernbedienung. Ne? Schaut, Batterien sollten vielleicht dabei sein. Also hier sind sie noch nicht drin, muss ich mal schauen. Definitiv wichtig, das HDMI-Kabel. Und das Netzteil. Und ich sehe hier drinnen sogar noch die Batterien. Zwei kleine Duracell. So, dann schreiten wir mal zur Tat und richten das Ganze einfach ein. So, zuerst würde ich mir das mal schön platzieren. Ich mache die Box hier hinten. Wir sind ja auch alles schön, ist ja auch alles schön farblich markiert, wo ihr was anstecken müsst. Dann fangen wir mal an. Netzteil geht auch rein. Wird jetzt etwas blöd hier, ne? Netzteil einfach anschließen. Rucki zuck erledigt. Wer LAN nutzen möchte, kann LAN sich hier einstecken, also ein LAN-Kabel. Ansonsten geht das über WLAN. Ich lasse es über WLAN und ich schmeiße nur noch das HDMI-Kabel rein. Ja, einfach aufreißen. Und mehr ist da eigentlich nicht dabei, wenn man die Anschlüsse machen muss. Dann werde ich da nachher mal schnell den Fernseher anmachen. Und ja, das war's. Also da ist wirklich alles recht. So, das Licht ist etwas gefixt, damit es ein bisschen besser ausschaut. Es war doch nicht so optimal, wie ich es dachte. Okay, fangen wir gleich mal an. Zuerst würde ich mir mal euren WLAN-Schlüssel zurechtlegen und natürlich die Sky-PIN, die ihr bereits bei Bestellung erhalten habt. Die werdet ihr hier auch benötigen. Dann können wir dann hier schlicht und ergreifend mal auf Starte jetzt gehen. Mal gucken. So, hier habt ihr dann eben halt, wie ihr euch verbinden wollt, Wi-Fi Protect mit WLAN oder über WLAN und über Netzwerkkabel. Wir können uns einfach über WLAN verbinden. Bei Wi-Fi Protect habe ich hier nicht. Es geht jetzt schon wieder ein bisschen runter hier mit dem Licht. Naja gut, das kriegen wir schon irgendwie hin. So, wir haben dann natürlich dann unseren Anschluss, den wir dann wählen und geben dann auch den Schlüssel ein. Nach der Eingabe hat er jetzt das WLAN-Netz gefunden. Wir können fortsetzen. Jetzt wird der Status geprüft und ein Update wird durchgeführt. Dann dürfte das dann auch nicht gleich weitergehen. Ach je, das kann jetzt bis zu 20 Minuten dauern. Oh Gott, da muss ich was anderes jetzt nebenbei machen. Ich dachte, ich wäre jetzt schneller. So offensichtlich ist jetzt das Update fertig. Gehen wir mal auf Starte jetzt. Gehen wir auf Fortsetzen. Was ist denn jetzt? Ah ja, jetzt müssen wir uns ganz normal anmelden mit eurer E-Mail-Adresse und wahrscheinlich dann Passwort und eure PIN, die dann dazugehört. So, wir sollen jetzt die Fernbedienung auf das Gerät richten und für 2 Sekunden mal drücken. Bei 1 und 3 die Tasten. Dann wird sie wahrscheinlich jetzt eingerichtet. So. Okay, jetzt müssen wir das noch alles einstellen, bis es dann irgendwie fertig ist. Mal schauen. So. Ach, das auch noch. Na gut. Das machen wir jetzt mal nach und nach. So, das mit dem Fernseher habe ich jetzt schnell mal übersprungen, weil den Fernseher möchte ich ja nicht mitsteuern. Also lasse ich das auch. Es ist, wie gesagt, alles selbsterklärend. Ihr seid dann gleich hier drinnen bei dem, was ihr braucht. Hier drüben steht noch die Jugendschutz-PIN, könnt ihr jederzeit ändern, wenn ihr zum Beispiel nur große Kinder zu Hause habt wie ich. Da brauche ich es eigentlich nicht mehr. Ne? Der würde mir noch was husten, wenn ich das jetzt einstelle. Und das war's. Mehr ist dann nicht dabei. Ihr könnt natürlich dann später auch alles individualisieren. Über mein Sky Q, wenn ich mich richtig irre. Und da kann man eben halt auch die Einstellung machen vom Systemeinstellungen. Die Sky-Einstellungen, Jugendschutz und so weiter und so fort. Also alles richtig schön selbsterklärend. Wir sind eigentlich soweit startklar, könnten dann auch gucken. Ich mache das jetzt nicht, dass ich da direkt was anschaue, weil
Nicht, dass ich dann hier einen Streik bekomme. Das war es eigentlich schon. Mehr ist da nicht dazu. Kleiner Hinweis noch, wenn ihr euch für ein IPTV entscheidet, also für SkyQ IPTV, ihr könnt hier keine Sendung aufzeichnen. Das Teil, diese kleine Box hier drüben, die hat leider Gottes keine Festplatte dabei. Das heißt, entweder entscheidet ihr euch dann doch für den Receiver, für Kabel oder Satellit, da ist die Festplatte dabei, wenn ihr, euch das passt. Also ich wollte das nicht machen, ich wollte das nur hier haben, sprich über WLAN, weil ich weiß zum Beispiel, wenn es richtig regnet, dann ist unser Signal weg, das Feierabend, das kriegt unser Vermieter auch nicht hin. Also dachte ich mir, gut, Internet, weil ich möchte hier Sport hauptsächlich schauen, Formel 1, IndyCar und so weiter und so fort. Nicht Bundesliga, das ist nicht mein Fall. Und dann noch ein paar Serien, das reicht mir dann. War gerade im Angebot, deshalb habe ich es mal gemacht. Ist zwar relativ teuer und man überlegt es sich tatsächlich zwei, dreimal, bevor man was macht. Man hat natürlich dann auch hier eine schöne Senderauswahl, was mit dabei ist. Was haben wir denn hier alles? Wir hätten Sky One Krimi, also alles, was Serie ist, das ist sowieso schon dabei. Das könnt ihr nutzen. Wir hätten Universal, Warner, alles, wie gesagt. Bei mir ist es das Entertainment-Serie-Paket. Das funktioniert dann auch und da ist es kein Problem. So. Ansonsten, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Dankeschön, dass ihr kurz hier gewesen seid. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich schaue mal, was ich hier noch machen kann. Ah, Apps könnt ihr euch auch noch einstellen. Müsste auch gehen. Irgendwo hier drüben. Apps. Und dann könnt ihr schauen, was ihr euch rüberziehen wollt. Hier ist eigentlich soweit alles okay. Und das passt. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und falls ihr doch mal irgendwann Sky euch holt, viel Spaß damit. Tschüss!